Gut. Zusammengebrochener so Josef. Oh nee, nicht schon wieder so einer. Ist alles in Ordnung? Hat dir das eine Kreatur aus der Höhle angetan? Nein, ich kann mich vor lauter Hunger nicht bewegen. Was? Soll es nicht noch einer von euch? Oh mein Gott, ey. Wir haben keine drei Äpfel. Ach ja, scheiße. Achso, dann müssen wir wohl welche sammeln. Hey, ist das dein Ernst? Die hatte ich ja erst letztens ausgegeben für meine Charaktere. Da kann man runter. Ach, das sind Charaktere von Reden. Ich bin nur ein einfacher Biologe. Unglaublich, dass ich in so eine gefährliche Höhle gegangen bin. Ich hatte gehört, dass es einen seltenen Panda in dieser Höhle gibt, aber wie sich herausgestellt hat, war es nur ein Eisbär mit Sonnenbrand. Das hat Blissop auch gesagt. Was? Ich meine natürlich Chopper, ich weiß alles über dieses Tier auf der Welt. Was? Wie dem auch sei, dieses Tier ist ein Eisbär, kein Panda. Okay. Ah, hier ist aber sonst nichts mehr. Oh, obwohl, da kann man auch hoch. Oder war das nicht gut? Lol. Ah. Da kann man wohl auch noch hin. Boah, das war knapp. Schnell an die Fledermaus vorbeigeschlingelt. So, hier ist eine Schatzkiste. Goldgelee. Okay. Ah, da kann man dann auch noch so irgendwie hin, denke ich mal. Da ist ein Weg. Gucken wir den hier. Ah, da ist wieder, oder waren wir hier nicht schon? Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall ist da ein Chopperweg. Da gehen wir jetzt trotzdem mal rein. Vielleicht waren wir ja da ja auch noch. Nee, wahrscheinlich waren wir da noch nicht. Nee. Ja. Greta Bobervogel mit Kräutern. Nice. Okay. Sonst scheint hier auch nichts mehr weiter zu sein. Wir sind jetzt da auf der Karte. Mhm. Hier kann man auch noch einfach wieder. Oh, da ist noch ein Panda. Ich glaube, den hatten wir aber letztens schon. Das war derselbe eigentlich. Ja. Hier kommt man auch einfach dahin. Ah, da ist doch der Würfel. Nice. Hier war also der Ort, wo wir da nicht hin konnten. Nice. So, jetzt mal kurz abspeichern. Ja. Ich kann jetzt einfach mal auf dem Skelett da. Ruffys Würfel. Nice. Perfekt für Ruffy, das ist richtig gut. Das ist doch nice. So, mal gucken. Gum Gum Bazooka und Gum Gum Bullet können wir upgraden. Da machen wir mal. Ja, Bullet machen wir. Nice. Hier können wir wieder ein Lager aufschlagen auch. Das ist auf
jeden Fall lol. Da waren wir ja auch da hinten schon und alles. Jo. Machen wir kurz das Lager hier. Hm. Ah, nice. Das passt sich ja gut. Dann kann ich bei Lissop diese Äpfel herstellen vielleicht. Vielleicht geht das ja. Weil dann habe ich die nämlich für diesen Typen da. Ich hasse die Wüste. Ich komme mit Hitze überhaupt nicht klar. Schon wieder dasselbe. Sagen wir jetzt immer dasselbe hier oder? Ja, wurde gesagt wieder dasselbe. Nami. Ja, auch dasselbe. So. Ja. Dieser Stadt ist viel größer als die Strände auf Warford. Wann erreichen wir endlich das Meer? Okay. Ja, schon wieder dasselbe. Über Shanzi. Ja, auch dasselbe. Okay, nice. Mal gucken, ob wir hier diese Äpfel herstellen könnten. Gucken. Schäbige Bällchen, zerfetzte Bällchen. Ach nee, hier kann man so irgendwie ein komische Bällchen herstellen. Das will ich aber eigentlich gar nicht. Ich will was anderes. Haben sie gucken, glaube ich auch nicht, weil er kann ja nur Essen hier so mit herstellen, aber halt keine Äpfel, also nicht diese Äpfel, die ich brauche. Mist, ich muss mal gucken. Gegenstände, Vita-Apfel. Ich habe zwei gerade, ich brauche aber wohl noch einen, glaube ich, und dann kann ich es machen. War der Typ jetzt noch mal irgendwo da hinten, glaube ich. Ja. Lady には この特別な一皿だ。Ja, der war da hinten bei dem Panda, da kann man schon mal ganz leicht merken, wo der ist. Ja, das hatten wir schon gelesen. Bitte gib mir viele Äpfel. Ich gebe dir 3 Vita-Äpfel. Von mir bekommst du keine Vita-Äpfel. Ja, wir brauchen noch einen Scheißfall. Apfel, dann können wir das endlich machen. Haben wir jetzt leider nicht. Aber mir ist noch was eingefallen, was ich noch vergessen habe. Die auch noch mal kurz machen. Ja, noch mal, weil ich habe noch was vergessen zu machen. Ich habe nämlich noch vergessen. Hier die Enzyklopädie, da haben wir doch wieder neue. Hier haben wir wahrscheinlich noch nichts. Wieder wie immer. So. Ah, hier. Kung-Fu-Robbe. Kampfrobben, die in Alabasta vorkommen. Sie leben meist im Meer, sind aber auch in der Wüste zu finden. Ihre Kinnhaken und wiederholten Feuchtschläge können zum Tode führen. Sie können damit sogar große Tiere wie Bananenkrokodile erledigen. Ihre Regel besagt, dass sie zum Lehrling von Gegnern werden, die sie im Kampf besiegen. Einige von ihnen sind Ruffy gefolgt. Ja. Ja, den hatten wir schon. Ah, hier, Genada Sogeking, Anführer der Bulls-Eye-Piraten. Einer
ungewöhnlichen Truppe, deren Kapitän ein Scharfschütze ist. Dieser lästige Widersacher schießt aus der Ferne mit selbst hergestellter spezieller Munition. Kein Bullseye-Pirat kann ein Schiff steuern, daher war die Truppe noch nie auf See, auch wenn sie sich als Piraten bezeichnen. Hatten wir schon. Hatten wir auch. Ja, die ist sowieso. Hab ich noch was durchgetan. Ah, hier Silberfledermaus, die hatten wir auch noch nicht. Sieht eher so nach Blau, aber obwohl das in der Mitte sieht eher noch so silber aus, ja, stimmt. Eine Art, die eng mit der Bronzefledermaus verwandt ist und sich durch die metallische Haut und die schimmernden Zähne auszeichnet. Angeblich leben diese Tiere hunderte von Jahren in ihren Nestern, die sie in alten Gebäuden bauen. Wegen ihrer Haut werden sie regelmäßig vom Blitz getroffen, weshalb sie große Angst vor Donner haben. Im Gegensatz zu Bronzefledermäusen sind sie ungenießbar, werden aber trotzdem wegen ihrer schimmernden Zähne gejagt und sind deshalb fast ausgeschoren. Lol. Okay. Hier hatten wir. Auch. Ja. Ja. Ich glaube, das haben wir wieder. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Jo. Okay. Paar neue. Jo. Ja. Wieder beenden. Oh, こいつ umeena. Gut. So, dann gehen wir jetzt mal weiter. Ich hoffe, wir finden jetzt hier irgendwo noch einen Vita-Apfel. Wir brauchen ja nur noch einen. Oh, Azarashi da. Ah, da ist endlich diese Kung-Fu-Robbe. Diese starke. Ah, ich bin hier hochgekommen. Nice. So, gucken, was hier oben ist. Okay, einfach mal gar nichts, so wie es aussieht. Lol. Er ist auch nur eine Schatzkiste.